dass diese Form bereits auf Yuvas Level sei. Solange du an die weltlichen Gesetze gebunden bist, kannst du daraus resultiert die atomare Auflösung von Son Goku. Yo, was läuft, King ADB ist am Start. Wenn ihr meine Bleach-Videos feiert, dann abonniert meinen Kanal, um mehr solcher Videos zu sehen. Es geht viel Mühe und Kraft in diese Videos. Hier ist mal die Arbeitszeit für dieses Video eingeblendet. Wenn du schon mal hier warst und noch nicht abonniert hast, ist der beste Weg, mir zu zeigen, dass dir meine Videos offensichtlich gefallen, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn du Fernsehen guckst, musst du bezahlen. Wenn du essen willst, musst du bezahlen. Wenn du Spaß haben willst, musst du bezahlen. Aber ich verspreche dir, dieses Video ist zu 100% kostenlos. Also wäre es nett, dies mit einem Abo wertzuschätzen. Heute geht es um Gerardo Valkyrie. Gerardo Valkyrie. Denn der Kraft ist simpel, aber so unfair, dass man ihn literally mit roher Kraft nicht besiegen kann. Es geht einfach nicht. Big Daddy, Son Goku, Fresh Prince, Vegeta, hell, selbst Vegito, die alle haben wahrscheinlich keine Chance gegen ihn. Ashken und Penida, beide haben krasse, komplexe, unfaire Fähigkeiten. Aber Gerardo ist einfach nicht zu toppen. Werde ich euch davon überzeugen können, dass Gerardo mit physischer Kraft nicht besiegt werden kann, oder werde ich den größten Shitstorm kassieren? I don't fucking know. Aber spätestens am Ende dieses Videos werdet ihr es wissen. Bleibt bis zum Ende dran, denn ich stelle euch die Top 5 unfairen Fähigkeiten von Gerardo vor. Let's get it! Gerardo gehört zur Elitegarde oder Schutzstaffel von Yuvach und ist das Herz des Soul Kings. Sein Name wird Gerard geschrieben, aber wird im japanischen Gerardo ausgesprochen oder Gerardo Valkyrie. Aber weil es für mich einfacher ist, werde ich einfach Gerard sagen. Gerard hat die Schrift M bekommen, was für The Miracle steht. Miracle bedeutet Wunder und wie das Wort schon andeutet, basieren seine Fähigkeiten auf Wunder. Er kann erhaltenen Schaden in seine eigene umwandeln und so größer, stärker, lauter und schneller werden. Das waren seine Basic-Fähigkeiten. Kommen wir zur Top-Liste. Auf Platz Nummer 5 haben wir die Fähigkeit Ranzon Tengai. Mit dieser Fähigkeit kann Gerard seinen eigenen Körper bewegen, nachdem er komplett besiegt worden ist. Diese Fähigkeit verwandelt seinen Körper in eine Puppe. Das heißt, wenn er nicht mehr kämpfen kann, kann er diese Fähigkeit benutzen, um bis zum Tod weiterzukämpfen. Auf dem 4. Platz haben wir das berühmte Medaillon, was fast jeder Quincy besitzt. Mit diesem Medaillon kann Gerard die Bankers der Shinigami stehlen, wenn sie dieses aktivieren. Nummer 3, Sklaverei. Mit dieser Fähigkeit kann Gerard Unmengen an Reishi absorbieren, die seine Kapazitäten an das absolute Limit bringt. Also er versklavt das Reishi. Das krasse ist, dass er von allem Reishi absorbieren kann. Also auch von Hollow Shinigamis und Quincy's. So ist es möglich, seine Gegner zu absorbieren und ihre phänotypischen Attribute anzunehmen, wie es Kiroge bei Ion gemacht hat. Er hat das Reishi des Hollows absorbiert und seine Gestalt gleich mit. Auf Platz Nummer 2 haben wir The Miracle. Mit The Miracle kann Gerard erhaltenen Schaden in seine eigene Kraft umwandeln und so immer größer, stärker und lauter werden. Trennst du also seine Beine ab, regeneriert sich das Bein in wenigen Sekunden und kommt stärker zurück. Und es ist egal, wie hoch der physische erhaltene Schaden ist, er kommt zurück. Um euch klarzustellen, wie krass seine regenerativen Fähigkeiten sind, stelle ich euch mal vor, was er alles ausgehalten hat. Sein Kopf wurde von Byakuya abgetrennt mit seinen Kirschblüten. Außerdem hat der Sicherheitsbar seinen Körper zerstört. Er kam zurück. Seine obere Körperhälfte wurde vom Bankai Toshiro erfroren. Er kam zurück. Kenpachi zerstückelt seinen Arm, geht dann Shikai, Dring Nozureshi, hat aber keine Chance und geht dann Bankai, Ryuketsu no Basaka, trennt seinen kompletten Arm ab und teilt ihn in zwei Hälften. Er kam zurück. Toshiro geht dann in sein Adult Bankai, er friert Gerard komplett mit seiner Attacke Shikai Hyoku. Eine Attacke, die jegliche Fähigkeiten unbrauchbar macht, also sowas wie Existenzauslöschung oder Hakai aus Dragon Ball Super. Also Gerard existiert nicht mehr. Dann kommt noch Byakuya und findet Gerard mit den Senkei Senbon Sakura Kageyoshi Oni Ikka Senjinka. Gerard ist jetzt nicht nur vereist, sondern wurde auch noch vom Byakuya komplett zerstört. Sein Kopf wurde in die kleinsten Eisplitter verarbeitet und sein Körper bröckelt dahin. Ratet mal, was passiert. Er kam zurück. Größer, stärker, lauter und schneller. Also egal wie viel Schaden du anrichtest, es bringt nichts. Am Ende kommt er eh zurück, weil er unsterblich ist. Byakuya sagt, als Gerard in seiner zweiten Vollständigform war, dass diese Form bereits auf Yuvas Level sei, wenn man das Reazu vergleicht. Und das ist absolut krank. Und jetzt schneidet euch ein, Leute, es wird noch verrückter. Auf Platz Nummer 1 haben wir Hoffnung. Sein Schwert.
Sein Schwert heißt Hoffnung und kann erhaltenen Schaden auf den Gegner zurückwerfen. Das heißt, wenn jemand sein Schwert beschädigt, kriegt derjenige denselben Schaden, den er verursacht hat, auf sich selber zurück. Kenpachi hat das Schwert minimal beschädigt. Daraufhin wurde sein kompletter Bauch aufgeschlitzt. Hätte er nur ein bisschen mehr Schaden gemacht auf Hoffnung, wäre es das gewesen. Deshalb sagte ich am Anfang, dass er von Son Goku nicht besiegt werden kann. Er kann ihn zwar innerhalb einer Millisekunde besiegen und ihn in Atome auflösen aufgrund der Power-Differenz, aber Hoffnung würde dann auch zerstört werden. Daraus resultiert die atomare Auflösung von Son Goku. Plus, Gerard kommt dank dem Miracle größer, stärker und lauter zurück. Und ganz wichtig, Hoffnung ignoriert die Belastungsfähigkeit seiner Gegner. Solange du an die weltlichen Gesetze gebunden bist, kannst du Hoffnung nicht entkommen. Außer du hast einen Counter dafür, zum Beispiel Unsterblichkeit. Dazu muss man wohl noch sagen, dass Hoffnung durch Existenzauslöschung zerstört werden kann. Also wenn man so eine Fähigkeit hat, kann man Hoffnungsfähigkeit meiden. Wie es Adult Bankai Toshiro gemacht hat. Er hat mit dem Shikehyuketsu das Schwert zerstört und die Fähigkeiten gleich mit und hat keinen Schaden bekommen. Gerard ist wie Eshkan und Penida, ein Gegner, den man alleine mit physischer Kraft nicht besiegen kann. Aber bei Gerard ist das am extremsten. Er kann halt wirklich so nicht besiegt werden. Man muss schon eine vergleichbare unfaire Fähigkeit haben, um ihn zu besiegen. Zum Beispiel Yuvas Aussehen oder Giorno Giovannas Infinite Speed. Da reicht es nicht, wenn du gefühlt tausendmal stärker als Gerard bist, wenn es um Angriffsstärke und Belastungsfähigkeit geht. Toshiro sagte etwas Interessantes zu Gerards Fähigkeiten. Toshiro sagte zu Gerards Fähigkeiten, dass sie mit Logik nicht zu erklären sind. Also sind Gerards Fähigkeiten eine Art von Realitätsmanipulation. Das ist basically einfach, wenn etwas geschieht, was man mit den Naturgesetzen oder in dem Fall Bleach-Gesetzen nicht erklären kann. Auch sagte Gerard, dass er von Elementen der Bleach-Welt nicht besiegt werden kann, als Toshiro ihn mit den Shikehyuketsu vereisen wollte. Um euch das klar zu machen, Gerards Schwert, Hoffnung, konnte mit dem Shikehyuketsu zerstört werden, so dass die Fähigkeiten unbrauchbar sind. Gerard selber konnte mit derselben Attacke nicht zerstört werden. Dies unterstreicht den Fakt, dass Gerards Fähigkeiten die Realität manipuliert, zumindest für 3D-Wesen. Das Lustige ist, Gerard wurde von den Shinigamis nie besiegt. Die Shinigamis wurden durch das Auswählen von Yuva gerettet. Was wäre der Kampf dort für die zu Ende gewesen? Gerard hat gegen Byakuya, Toshiro, Kenpachi und die Weisatz gleichzeitig gekämpft und wäre auch noch als Gewinner hervorgegangen, wenn Yuva nicht dazwischen gekommen wäre. Und das ist absolut krank. Wenn ihr mehr Bleach-Videos sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like mit Abo da. Glaubt ihr, dass Gerard gegen Son Goku, Vegeta oder auch Vegito unter genauer Berücksichtigung von Gerards Fähigkeiten gewinnen kann? Welche Fähigkeiten würdet ihr gerne haben? Ashkins, Penidas oder die von Gerard? Schreibt es in die Kommentare. Und glaubt ihr, dass Gerard gegen den Charakter, den ich unten angepinnt habe, gewinnen kann? Lasst uns in den Kommentaren eine Konversation darüber haben. Das war's mit Gerardo Varukiri. Gerardo Varukiri. Genießt das Wetter, ich bin raus, Janne. Willkommen in der Endcard. Hier ist eine Playlist von meinen besten Videos und darunter ein random Video, was dir auch gefallen könnte.